Der nächste Morgen in Linnich. Noch immer ist Jasmin nicht über die kritischen Worte der Agenturchefin hinweg. Hey, ich muss mich mal mit dem Mentor holen. Boah, nee! Wie nee? Ich geh nicht hier durch Linnich. Und was ist das Laune? Weil die schon so behindert auf der Casting-Dings waren. Die Casting-Agentur hat sie vor eine Entscheidung gestellt. Entweder Jasmin ändert etwas an sich oder sie kann den Einstieg ins Model-Business vergessen. Da kann man sich nicht von einer Frau so runterputzen lassen. Lass mich in Ruhe, die sind alle so. Du fühlst so scheiße. Du willst berühmt werden. Du bringst jetzt den Müll raus und das Papier raus. Der Scheiß auf Druck. Das interessiert mich nicht. Nee, du suchst mir die Medikamente und Altpapier muss raus. Nein! So. Jasmin fühlt sich von allen missverstanden, dass die Agenturchefin mit ihren Aussagen vielleicht sogar richtig liegt. Kann ja gar nicht sein. Wenn mir jetzt einer sagt, ohne Zähne und ohne das andere könntest du keine Karriere durchstarten, dann haben die Leute für mich an einer Klatsche. Die ganze Welt scheint sich gegen die 24-Jährige verschworen zu haben und deshalb will Jasmin einfach nur noch allein sein. Allein mit Hund Laila. Viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihr allerdings nicht. Was ist denn, Kingchen? Nix. Ich bedrück doch was. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Nee, dann erzähl doch mal. Komm ich doch nicht hinterher. Ja, ich will aber doch gucken, dass die da ist nix. Da ist ja, vieles. Mir geht's gut, jetzt geh. Nee, dir geht's nicht gut. Doch, geh. Auch wenn Jasmin ihre Ruhe haben möchte, Mama Liesel lässt nicht locker. Doch anstatt ihrer Tochter Mut zuzusprechen, bohrt sie nur noch tiefer in der Wunde. Ja, Zähne, dann Gewicht, ja, das ist ja normal, hab ich doch gesagt. Ich sag, aber du hörst ja nicht auf mich, was soll ich was sagen, wenn du sowieso nicht auf mich hörst? Ich sag, erst Agentur rufst du direkt an, machst Termine aus und dann kriegst du die Meinung gesagt und da passt dich das auch nicht. Immer dann, wenn Elisabeth nicht an Jasmin glaubt, weckt das den Kampfgeist der jungen Frau und so fasst Jasmin einen Entschluss. Sie will etwas an sich ändern. Sie will es allen zeigen. Ich werde auch mein ganzes Leben umkrempeln, nur um so einen Job zu kriegen. Wenn ich mir meine Zähne und alles richten lasse, sehe ich auch da eine Chance drin. Weil selbst hat ihr gesagt, so schwer bin ich nicht. Als erstes soll sich ein Zahnarzt um Jasmins fehlende Schneidezähne kümmern. Ein Termin ist schnell gemacht. Doch es gibt ein Problem. Jasmin hat eine ganz spezielle Ansicht von den Zahnrettern in Weiß. Für mich sind die Zahnärzte Idioten, aber auf einer Hinsicht rückwärts kannst du nicht alle auf einen Schamm kehren. Du kannst nicht alle auf einen gleichen Weg. Ja. Für ihre Zukunft als Model und für ein schöneres Lächeln überwindet sich Jasmin aber schließlich doch noch. Und so schlimm wird es schon nicht werden. Hallo. Hallo. Na, wie geht's? Ja, gut. Alles klar? Ja. Heute das erste kleine Schrittchen. Ja, nur die Zähne. Nur die Zähne, um genauer zu sein, nur einen Abdruck der Zähne, tut auch gar nicht weh. Und auch wenn Jasmin sich auf dem Zahnarztstuhl alles andere als wohl fühlt, ist sie bereit, diesen ersten Schritt in die richtige Richtung zu gehen. Also ich freue mich schon, dass ich meine Zähne bald bekomme, weil irgendwie finde ich das einheitlich gut, dann habe ich die Lücke nicht mehr, weil es sieht scheiße aus. Nach so viel Stress brauchen die beiden 140 Kilo Granaten erstmal ein bisschen Entspannung. Bei einem Spaziergang durch den Kölner Stadtgarten haben die zwei allerdings mal wieder nur ein Thema. Und jetzt, Mutter? Ich weiß, dass du aus Lönig raus bist. Ich weiß, dass du mal Assis wohnst. Immer schön, dass hier ist. Ja, ich kann mir aber jetzt nicht eine Wohnung malen. Du weißt, wie groß die darf sein, du weißt, wie teuer die sein darf. Und bei manchen haben wir uns schon beworben. Ich warte mal auf Anrufe. Ja, abwarten und Tee trinken. Tanja. Ja, bitte? Am anderen Ende ist die Agentur, in der sich Jasmin vor einigen Tagen vorgestellt hat. Und sie hat gute Nachrichten. Jasmin hat die Chance, an einem Casting teilzunehmen. Dafür muss sie allerdings verschiedene Outfits selbst mitbringen. Nee, ich hatte damals mal ein Abendkleid. Das war echt ein schönes Kleid. Zelt. Also traumhaft. Ja. Das Zelt? Bleiben Sie mal kurz dran. Halt mal die Fresse jetzt! Ich hab noch Indianerkuss. Das ist eine große Chance für mich, Mann. Ja, so, jetzt kann ich wieder. Beim Casting sollen in erster Linie Fotos von Jasmin geschossen werden. Sie denkt deshalb, sie ist für den Job bereits gebucht. Ja, tschüss. Mutter, das war die Casting, ne?
Ich habe meinen ersten Modelauftrag. Ist das nicht geil? Für mich ist das so super. Aber meine Mutter, das schaffst du sowieso nicht. Mit dieser Chance, was ich da kriegen kann als Model, können wir aus Lennig rauskommen. Dann könnten wir uns so welche Wohnung, guck mal, in so einen schönen Altbau reinziehen, was immer schön fandest. Die altmodigen Häuser. Aber die Chance, die siehst du in deinem Gehirn nicht, ne? Nee, weil du musst jetzt nicht mehr packen. Und da bezweifle ich. Wenn die Model wird, dann werde ich reise von China. Ach Mama, weiß ich hab gar keinen Bock, mit dir weiterhin zu labern. Wir gehen's einkaufen, weg den Arsch dahin, los. Die 24-Jährige glaubt sich nach dem Anruf am Ziel ihrer Träume. Sie sieht sich bereits auf den Laufstegen in Mailand, Paris und New York. Das Einzige, was jetzt noch zwischen ihr und der großen Karriere steht, ist eine winzige Kleinigkeit. Sie hat gesagt, ich soll mir halt ein paar Sachen da anschaffen halt, ne? Sollte mir die besorgen, ja. In der XXL-Abteilung eines Kölner Kaufhauses wollen die beiden übergewichtigen Damen fündig werden. Doch die Wahl des richtigen Outfits gestaltet sich schwerer als erwartet. Denn normalerweise bestellt Jasmin sich ihre Klamotten aus dem Katalog. Und der Geschmack von Mama Liesel lässt eher zu wünschen übrig. Ja, da ziehe ich ganz bestimmt an. Die Farbe steht hier aber. Ja, okay, ist zwar meine Farbe. Lass mal kicken. Wer ist denn hier Titel? Ja. Ja, ist doch gut. Hau ab. Mit Bademoden hat Jasmin es wohl nicht so. Und überhaupt die Lust am Shoppen ist ihr schnell vergangen. Soll Mama doch aussuchen. Blöd nur, dass die 53-jährige Elisabeth für ihre Tochter das holt, was sie auch selbst tragen würde. Entsprechend unzufrieden ist das angehende Model mit dem Ergebnis von Mamas Beutezug. Die kann seine Oma Sachen, kann die sich selber entweder einen Arsch reinschieben oder kann selber anziehen oder kann nach Afrika schicken. Haben die Kinder wenigstens mal zu anzuziehen. Jasmin hat Angst, dass ihr Modeltraum am schlechten Geschmack der Mutter scheitert. Aber zum Glück gibt es in Kaufhäusern ja professionelles Personal. Allerdings hat das Schwergewicht auch mit dieser Dame ein kleines Problem. Ich kann diese Laberei lange nicht aushalten. Die soll mir einfach dann Outfit zeigen und gut ist. Ja, vielleicht auch noch ein Kleid? Ja, das wäre das mal. Mit der Kette drauf? Sieht stark aus. Naja, man kann es ja mal anprobieren. Dann kommen Sie ab in die Kabine. Ja. Die Zickigkeit eines Topmodels hat Jasmin schon. Aber auch die Eleganz? Ach, Jasmin, komm doch aus. Man ist doch kein Mensch. Das zieh ich nicht an! Ein bisschen eng. Vielleicht besser doch kein Kleid? Dann lassen wir uns mal gucken. Guck mal, das ist schon gepflegter. Hm? Ja, das ist schon besser. Das willst du auch anziehen. Ah, da tut mir eine Tasche. Nee, da reißt nicht der Schab direkt. Nee. Was für Mühe rein. Die ist mir zu klein. 56? So klein? Ja. 58. Okay, dann geh ich nochmal schauen. Dankeschön. Doch selbst die XXL-Abteilung ist irgendwann am Größenlimit angekommen. Obwohl es die Jeans also nicht mehr in Jasmins Größe gibt, die 24-Jährige findet ein Outfit nach dem anderen. Ey, das sieht schon geil aus, so blümig. Ja. Das ist meine Schwarz, weißt du? Schwarz ist mein Lieblingsfarbe, Schwarz nicht immer. Ja, die nimmst du so alle. Du bezahlst. Ja, du hast es schade. Hab mir neue Sachen zugelegt. Ist ja nicht meine Geldbörse, die drunter geleitet hat. Mama hat ja bezahlt. Das gebe ich dir auch nicht wieder. Hat die Pech. So, Mutter, fertig. Komm, jetzt können wir Kasse gehen. Komm. Vielen Dank. Tschüss, schönen Tag noch. Die Mission Klamotten kaufen ist erfüllt. Und auch wenn Jasmin keine Ahnung davon hat, Elisabeth ist froh, dass sie von ihrer Mutter genügend Geld geerbt hat, um den großen Modeltraum der Tochter weiter finanzieren zu können. Der nächste Morgen. Ein weiterer Termin beim Zahnarzt steht an. Heute soll Jasmin endlich ihre fehlenden Schneidezähne ersetzt bekommen. Zwar gibt's erstmal nur eine provisorische Spange, rein optisch macht das allerdings keinen Unterschied. Ja, wir probieren das mal an, ne? Wie es passt. Das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt, trotz der großen Angst, aber naja, du weißt ja, ein kleines Schrittchen. Ich gebe dir mal einen Spiegel, dann kannst du selber mal schauen. Und? Guck, Mutter, ich hab wieder Zähne. Endlich kann Jasmin wieder ohne Angst lächeln.
Die junge Frau beginnt, wieder an sich zu glauben. Ich denke mal, die Carsten-Tante wird richtig stolz sein, weil ich habe ja gesagt, die hat es ja auch verlangt von mir, dass ich mir die Zähne machen lasse. Und ich habe es geschafft. Das muss gefeiert werden. Und Mutter Liesel hat auch schon eine Idee, wie. So, wisst ihr was? Zur Feier des Tages. Junge, ich werde schnabbern. In der Imbissbude wollen Mutter und Tochter es sich so richtig schmecken lassen. Doch irgendwie funktionieren die neuen Zähne nicht so, wie Jasmin sich das vorgestellt hat. Da kommst du doch wohl nicht allein, ne? Ich kann damit nicht essen. Der Daumen ist mir zu weit nach hinten. Ich habe Angst, dass ich ersticke. Ich habe erst das erste Moment, das ist wirklich da oben dran kleben geblieben, an den Gaumen, oder wie das nennt. Also vergessen, das krieg ich nicht gebissen. Weil das Ding hier zu weit hinten ist. Also erstmal weg mit den Zähnen. Zu besonderen Anlässen können sie ja jederzeit wieder rein. Das Gebiss brauche ich immer, wenn ich Besuche hier von Männern. Wenn ich essen will, tue ich jetzt raus. Das von der Agenturchefin geforderte Abnehmprogramm scheint längst vergessen.